Susanne Barter begrüßt Sie bei Studio 3. Wir berichten heute über die Plattform Parallel-Events zur Manifesta 7. In der Fakultät für Design und Künste sind drei Ausstellungen zu sehen. Archivio, Alles in Butter und Wladimir Arkhipov meets Bolzano. Dekan Kuno Prey. Die Grundüberlegung war folgende, dieses Großereignis Manifesta zu nutzen, um zu zeigen, dass es in Bozen auch eine Fakultät für Design und Künste gibt, und zwar dem ganzen zu erwartenden Publikum, den ganzen Besuchern, Experten, Liebhabern der Kunst. Und zwar zeigen wir uns natürlich von der Sichtweise der Designer und nicht der Künstler. Wir zeigen drei Projekte, die von Designstudierenden bearbeitet wurden. Davon ist eines Archivio, eine Auseinandersetzung mit, was bedeutet heutzutage archivieren. Die zweite Ausstellung, Alles in Butter, ist eine Ausstellung, die sich mit dem Thema Esskultur auseinandersetzt, Essgewohnheiten, Tischkultur, wo besonders auch dieser interaktive Aspekt zweier Personen, die sich zu Tisch begeben, gefördert wird, provoziert wird. Und die letzte Ausstellung, Arkhipov meets Bolzano. Wladimir Arkhipov ist ein Arzt, gleichzeitig ist er Künstler, hauptsächlich ist er Sammler. Sammler von Gegenständen, Gebrauchsgegenständen, die in der ehemaligen Sowjetunion von Sowjetbürgern in miserabelsten, ärmsten Situationen geschaffen wurden, improvisiert wurden. Diese Objekte hat er katalogisiert, hat er aufgenommen, mit Textbeiträgen dokumentiert, und eine Reihe davon stellen wir hier in Bozen aus.